Selbst hier also findet die Umtransformierung statt. Will man die Struktur des Seins nicht verkennen, vom Erkennen oder ansichtig werden des Wahrs dieser organizistischen theriotische Vorgänge, Dienstbarkeiten, Handreichungen der Assimilation, des Rein-Raus als Vorbereitung für das große kommende Ereignis, will man das nicht übersetzen vom Was der Erkenntnis auf das Wie der Handlung, der Eleganz, der Poesie und dann am Ende des Produktionsergebnisses mit seiner Eleganz, wie gestern in den Filmen dargestellt, als Transformation der genießenden rohen Substanz auf die Metamorphotik dessen, was auf dieser Materie dann an Folgen, an Konsequenzen, an Ausfältelungen und dessen ins Werksetzung möglich ist, das ganze Gedicht der Geschichte des Übergangs vom kopflosen rekombinatorischen Genotypsein in dann die bewegende Phänomenologie des Schmetterlingsdaseins des Phänotypus in seinen Anwendungspraktiken, reine Buchstaben, reine Materie, reine Phoneme, die dann zusammengesetzt werden in ihrem signifikanten Gleitung zur Poesie, das macht eben zum Beispiel den Unterschied aus zwischen fingierter Pornografie und den hehrsten und höchsten Empfindungen und Gefühlen der Liebe, die den Sprung in der Glocke kittet und wieder verschweißt oder verlötet. Und das scheppernde, tönerne Erz, aus dem Rauch wieder mit Schall und Klang und Musik versieht. Jetzt hat einer die Physik auf nicht Anfang, nicht auf an, im Anfang war das Wort oder im Anfang war die Tat, sondern im Anfang war der Klang, die Welle. Interpretiert.